Hallo, ich bin der Rolf. Ihr habt mich ja schon mal kennengelernt. Ich habe den letzten Vortrag gehalten mit dem kaputten PDF. Ihr erinnert euch, weil ich meinen Rechner mit VGA nicht anschließen konnte und mein USB-Stick Probleme gemacht hat. Deswegen hatten wir jetzt eine 5-minütige Verzögerung, damit das nicht mehr vorkommt. Ich möchte euch heute was zum Thema Makros erzählen und es ist ganz gut, dass es nach hinten raus keinen anderen Talk gibt, weil die Slides sind gerade erst fertig geworden und mit dem Timing weiß ich nicht, ob das so gut klappt. Intro, ich werde euch erstmal eine Begriffsklärung geben, was Makros sind, weil es da unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. Weil wenn ihr unter C mit Präprozessor-Makros arbeitet, dann ist das nicht das, was ich im Sinn habe. Dann werde ich euch eine Technik zeigen, wie ich das mit altbekannten Sachen wie dem Importmechanismus von Use zusammen mit Sourcefiltern implementiert habe. Und einen Ausblick geben, wie man das noch weiter verfeinern könnte und eine Reihe von Anwendungscases zeigen, damit ich an den Beispielen erstens zeigen kann, wo die Benefits sind und zweitens, worauf man achten sollte, wenn man die Makros einsetzt. Was sind Makros? Makros sind eine Form der Metaprogrammierung. Im Grunde ist es eine Art von Templating, in Wikipedia wird das definiert so, ein kleines Stück Makrocode, Programmcode, das von einem Interpreter oder Präprozessor zu einem größeren Stück Programmcode expandiert wird. Damit ist es möglich, oft wiederkehrende Programmstrukturen durch Kürzel zu vereinfachen. Einsatzgebiete sind vorwiegend im Bereich von der Optimierung, wenn es um Zeitoptimierung geht, die man dann wo man Zeit einsparen will, indem man mehr Platz verbraucht, im Debugging-Bereich, aber auch um Syntax-Extensions zu machen oder DSLs. Lisp ist zusammen mit Algol die älteste höhere Programmiersprache der Welt, seit den 50ern im Einsatz. Und Lisp lebt noch in seinen verschiedenen Varianten, weil es Makromechanismen hat. Da brauchst du nicht den Kopf zu schütteln, ich habe Emacs noch im Einsatz. Es gibt im Wesentlichen bei euch im Kopf drei Ausprägungen von Makromechanismen, mit denen ihr zu tun habt. Die erste sind Präprozessor-Makros, wie sie im C bekannt sind. Diese unterscheiden sich von den Makros, die ich im Sinn habe, wie sie Lisp einsetzt, dadurch, dass sie ein Vorlauf sind. Das heißt, bevor der eigentliche Kompilierungsschritt von C durchläuft, läuft der Präprozessor, deswegen heißt sie auch Präprozessor, durch, macht die Makro-Extensions und dann wird der eigentliche Code, der C-Code, der generiert wurde, dann ausgeführt. Das Problem ist, man hat jetzt hier zwei verschiedene Parsing-Läufe. Das ist so ähnlich wie bei POT in Perl. Da gibt es auch Interferenzen zwischen POT und Perl. Man kann es tatsächlich, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber wenn man unterschiedliche Parser drüber laufen lässt, dann hat man immer bestimmte Arten von Interferenzen und Kollisionen. Die C-Prozessor-Makros haben auch das Problem, die können nicht verschachtelt werden. Es ist One Run. Und da muss alles schon gemacht sein. Und ein schönes Beispiel dafür ist in Perls C-Source Code. Da gibt es sehr exzessive Makros, die eingesetzt werden und sehr komplizierte. Ich habe früher auch sehr viel Assembler programmiert. Da sind Makros auch wichtig, aber da kann man sich auch nicht auf eine einheitliche Semantik einigen, weil das ist jeder Makro-Assembler arbeitet anders. Dann sind euch wahrscheinlich Source-Filter bekannt. Und ich gehe jetzt darauf ein, wie Source-Filter im Allgemeinen eingesetzt werden. Und zwar gibt es zum Beispiel im Core Switch-PM, um Switch zu realisieren, also Case-Select-Anweisungen, Smart-Commands, zufällig beide Module von Damien. Und bei Source-Filtern sind Multiple Runs möglich, also verschiedene Durchläufe. Aber das ist genau das Problem. Bei Source-Filtern kommen sie, es ist meistens so, man kann einen Source-Filter so bauen, dass er einigermaßen stabil ist. Aber sobald man ihn mit einem anderen Source-Filter zu kombinieren versucht, knallt es irgendwie, weil Source-Filter im Allgemeinen versuchen, den Perl-Source zu parsen und zu ersetzen. Das heißt, wir haben einen Include von dem Source-Filter und dann versucht er 20 oder 100 Zeilen weiter immer noch zu glauben, dass er validen Perl-Code erkannt hat, den er zu ersetzen versucht. Klassisches Beispiel bei Smart Comments, der ersetzt ja die Hash-Zeichen, um den Code zu aktivieren. Und es kann passieren, dass man ein Hash-Zeichen hat innerhalb eines Comments oder in einem Here-Doc, da wo er das nicht genau erkennt und dann macht er diese Ersetzung.
Auch dieser Kommentar ist direkt aus einem von Damiens Modulen, ich glaube von Switch PM, may create syntax error in other parts of the code. Das nächste sind dann syntaktische Makros in Lisp. Die sehen wie ein Funktionsaufruf aus, wird genauso geparst. Der Punkt hier ist aber die Expansion, das heißt das Einfügen des Metacodes, des neu generierten Template-Codes, funktioniert in genau dem gleichen Schritt wie die Kompilierung. Das heißt, es gibt keine unterschiedlichen Parsing-Läufe, es ist im Parser implementiert, es ist da reingehackt. Also reingehackt, es ist da drinnen im gleichen Schritt. Er liefert den Code vor Ort, der wird dort injiziert, aber das funktioniert zur Compile-Zeit nicht wie beim Preprocessor, bevor es kompiliert wird. Die Funktion wird aufgerufen mit Argumenten und was in Lisp sehr schön ist, wo wir Schwierigkeiten haben werden, das zu implementieren. Er sieht die Argumente syntaktisch. Das heißt, da in Lisp, ich erspare euch jetzt Lisp-Code zu zeigen, wahrscheinlich auch, weil ich zu wenig Zeit zur Vorbereitung hatte, aber bei Lisp gibt es keine richtige Unterscheidung zwischen Code und Daten. Er kann den Code auch als Daten sehen. Das heißt, wenn ich eine Funktion habe, der ich Argumente übergebe und das sind verschachtelte Argumente, verschachtelter Syntaxbaum, dann sieht er die wirklich den Code, der danach kommt, als AstTree. Dort heißt, bei Lisp heißt das nicht AstTree, aber kann den wirklich durchlaufen und dann auch umstellen. Gut. Wie stehe ich in der Zeit jetzt? Das heißt, syntaktische Makros haben im Gegensatz zu klassischen Source-Filtern brauchen sie kein extra Parsing. Und das ist hier sehr wichtig in unserem Umfeld, weil only Perl can parse Perl. Je mehr wir uns anstrengen, es gibt bestimmte theoretische Schranken, die sind nicht knackbar. Zum Beispiel, wenn man mit Prototypen irgendwelche Funktionen importiert hat, die einfach die Art und Weise, wie Perl geparst wird, dann am Ende ändern. Es gibt keine Race Conditions durch konkurrierende Expansionen. Wenn ich mehrere Source-Filter habe, können sie sich gegenseitig ein Bein stellen. Und Nesting ist unproblematisch. Das heißt, ich kann innerhalb eines Lisp-artigen Makros ein anderes Lisp-artiges Makro aufrufen und das ruft wieder ein anderes Lisp-artiges Makro auf. Das Timing ist so gesetzt, dass es da keine Kollisionen gibt. Die Frage, mit der ich mich in diesem Talk beschäftigen möchte, ist, sind syntaktische Makros in Perl möglich? Und ich werde im Folgenden drei verpönte Technologien rekombinieren, um dem nahe zu kommen. Und ist der Gregor im Publikum? Er hat mir bestätigt, dass es für ihn verpönte Technologien sind. Source-Filter, Attribute und Inc-Hooks. Ich werde im Folgenden jetzt am Beispiel erklären, was ich gemacht habe. Gut. Die Technik, die ich benutze, dazu werde ich erstmal erklären, wie der Use-Mechanismus funktioniert. Und danach, wie der Source-Filter-Mechanismus funktioniert und den ich nur in einer ganz spezifischen Art und Weise benutze, der noch stabil handelbar ist. Und zwar der Use-Mechanismus. Wenn ich schreibe Use Module mit einer Argumentliste und danach kommt meistens ein Semikolon, ist effektiv ein Begin, wo das Modul per Require eingebunden ist, wenn es nicht schon required ist. Und dann wird zur Compile-Zeit, weil Begin bedeutet zur Compile-Zeit, wird ein Import gemacht. Das heißt, eine Funktion Import, eine Methode Import, die im Modul definiert ist, wird ausgeführt. Das geführt also zur Compile-Zeit. Und normalerweise benutzen wir das in 99% aller Fälle, um irgendwelche Subs oder Variablen in den Caller-Namespace zu exportieren. Wir können aber in dieser Import-Funktion jedwedigen Magic-Schindluder betreiben. Der Source-Filter-Mechanismus, so wie er in Filter-util-call definiert ist, ich rede jetzt nicht von Filter-Simple, der darauf aufbaut, ist eine Form von Streaming, wo der Original-Source-Code in den ersten registrierten Filter reingepackt wird. Und der pipet das dann immer in jeden weiteren Filter, bis er dann letztendlich beim Compiler ankommt. Das funktioniert meistens, in der Regel ist das dann zeilenbasiert. Er nimmt eine ganze Zeile bis zum Carry to Return und es läuft in den ersten Filter, der ändert das um, dann läuft das in den nächsten Filter und so weiter. Man kann das auch zeichenbasiert machen.
Was wichtig ist, die Source-Filter können sich auch selbst wieder abschalten. Sie können sich deleten. Und Sie können auch passiv lesen, ohne was zu ändern. Ein Source-Filter ist nicht gezwungen, den Source-Code, den er gekriegt hat, geändert an den nächsten Filter weiterzugeben. Er kann, aber muss nicht parsen. Er muss nicht versuchen, den Perl-Source-Code zu parsen. Wenn ich mein Modul Filter Inject, funktioniert jetzt so, dass ich Makros registriere als Packages. Bei mir sind es Packages formal aus Perl-Sicht. Die haben im Import bekommen sie die Argumente und liefern dann machen eine Template-Ersetzung und liefern Source-Code zurück. Und der wird dann über einen Source-Filter injiziert, genau hinter dem Makro. Und das Wichtige ist, der Originalcode vor dem Use-Statement und nach dem Use-Statement wird nicht verändert. Der eingefügte Code, es besteht also keine Notwendigkeit, den Code dahinter irgendwie zu parsen. Und die Originalzeilennummern werden beibehalten, weil es gibt eine Line Directive. Ich hole mir beim Call vom Import die Zeilennummer, aus der aufgerufen wurde, und sorge dafür, dass nach dem Einfügen des Makro-Templates die Zeilennummer wieder korrekt gesetzt ist. Das heißt, der Debugger kommt auch nicht durcheinander, wenn er sich durch den Originalcode geht. Und die klassischen Probleme der Source-Filter und nicht der Science-Fiction werden dadurch umgangen. Anwendungsfälle. Klassischer Anwendungsfall Inlining. Funktionsaufrufe in Perl sind relativ teuer. Also Moment, erstmal klar bis hier. Ich mache es relativ schnell, weil ich denke, dass ich zu viele Slides habe. Habe ich irgendjemanden abgehängt? Gut. Jetzt nehmen wir uns mal vor, stellen wir uns vor, eine verschachtelte Schleife, die 1 Milliarde Mal aufgerufen wird. Beliebt. Bei meinem Arbeitgeber zum Beispiel irgendwelche Datenexporte, die im Gigabyte-Bereich sind, wo jede Zeile durchlaufen wird. Und dann wird eine Funktion genommen, die habe ich jetzt inner genannt, die wird aufgerufen und die soll dann mit der Zeile, die dann durchgepasst wird, arbeiten. Funktionsaufrufe in Perl sind relativ teuer. Das hat implementationstechnisch damit zu tun, dass irgendwas im Caller-Stack hin und her geschoben wird und so weiter. Wenn man den Code aus der Funktion rausnimmt und direkt reinschreibt in die Schleife, kann man deutliche Geschwindigkeitsgewinne erreichen, die sich bemerkbar machen im 30%-Bereich, sage ich jetzt mal als Hausnummer. Das ist aber wichtig, wenn man sehr viele Skripte über Nacht laufen lässt und irgendwelche Zeitbeschränkungen hat. Jetzt kann man diesen Filter Inject dafür benutzen. Es gibt jetzt ein Modul, wie das implementiert ist, das nenne ich jetzt Use Inject. Und da kann ich jetzt sagen, der Code, der da injected werden muss, der soll literal eingefügt werden. Er guckt einfach, was er als Argument, als Code gekriegt hat und fügt es ein. Ich kann es aber auch genauso machen. Template ist jetzt einfach nur eine andere Funktion, die mir jetzt den Inhalt den Body von inner als Text zurückliefert. Und dann wird das hier dynamisch injected. Und anhand der Argumente, die ich gekriegt habe, könnte ich jetzt auch noch den Code anpassen. Oder ich definiere ein eigenes Package, das heißt, dann hat dann den Makronamen. Ich habe das jetzt nochmal anders CorpM genannt, um klarzumachen, dass es ein Package ist. Und es kriegt dann die Argumente und der Importer generiert das. Es funktioniert relativ stabil. Es funktioniert sehr stabil sogar. Mal ein Anwendungsfall. Lexical Export. Es ist in Perl an sich nicht möglich, lexikalische Variablen zu exportieren. Ich rufe ein Package auf und möchte, dass die lexikalischen Variablen sich ändern. Hier habe ich ein Modul geschrieben, das heißt Export Lexical und das exportiert eine Variable $push, die hier als Methode aufgerufen wird. Und normalerweise der Syntax in Perl ist relativ aufwendig,
Wenn ich eine verschachtelte Datenstruktur habe und möchte da was reinpushen, dann muss ich einen klassischen Perl, ich rede jetzt nicht über die neuen Experimental Features, nochmal ein Add drumherum machen, damit das als Array erkannt wird und dann 42. Und hier kann ich eine Art Autoboxing machen. Ich habe eine Methode exportiert, die ich hier per Autoboxing das Push machen kann. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann sieht man tatsächlich, dass hier 1, 2, 3 hinter die 42 eingefügt wurden, an der Stelle Key. Und ich finde das persönlich lesbarer. Natürlich wäre es schöner, wenn man auch auf das Dollar verzichten könnte, aber ich persönlich finde das lesbarer. Und wenn man, das hat noch jetzt, da das Ganze lexikalisch ist, wenn ich jetzt außerhalb von dem Blockscope bin, wenn ich das jetzt auskommentieren würde, würde ich einen Error bekommen, dass ich eine Vollqualifikation bräuchte. Wie sieht das Modul dazu aus? Ich importiere die Piri Filter Inject. Und benutze eine Funktion, die heißt Abject, weil im Gegensatz zu Inject möchte ich es ja im höher gelegenen Namespace importieren. Und da gebe ich einfach nur als Codeblock an, als String, das ist ein HereDoc, dass ich my$push definiert habe und das ist dann gleich die Referenz auf diese Push-Funktion, die genau das macht. Sie kriegt als Methode, als Objekt die Datenstruktur überliefert und die restlichen Parameter, die List-Parameter werden reingepusht. Vielleicht hätte ich ein simpleres Beispiel nehmen können, aber ich finde das schon ziemlich fancy. Andere Anwendungsfälle. Use ist nicht der einzige Fall, wo in Perl ein Begin-Import ausgeführt wird. Attribute machen das auch. Das ist, wenige Leute benutzen Attribute, aber man kann ja mit diesem L-Value, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt und hat das schon eingesetzt. Wer hat schon mal L-Value eingesetzt? Das ist ein Attribut, das man bei Funktionen benutzen kann. Man kann sich aber auch seine eigenen Attribute definieren. Und wenn Perl diesen Syntax sieht, macht er effektiv ein Use-Attribute und dann begibt ihm diese Parameter. Das heißt, ich kann hier wieder wieder mich reinhängen und wieder ein Inject machen oder ein Abject in diesem Fall. Genauso bei Variablen, da funktioniert genau das Gleiche, da ruft er wieder die Importroutine an und übergibt die Parameter, eine Referenz auf die Variablen, die diesem Attribut zugewiesen wurde und den Namen des Attributs. Mal ein Anwendungsfall, duale My-Variablen. Eine Sache, wo ich in Perl manchmal stolpere, ist, ich habe eine Variable, die ist mit dem Add-Zeichen deklariert, also addArray, aber ich bringe es dann durcheinander, dass ich dann auf die Referenz zugreife oder auf dem Add, weil Arrays und Hashes können zwei Ausprägungen haben in Perl. Ich könnte jetzt ein Attribut definieren, das heißt dual. Ich sage hier, definiere hier add an Array Y und die Expansion macht dann hinter der Kulisse, wird das dann expandiert und dann wird da noch die Variable $Y, die in einem anderen Namespace ist, injiziert und kriegt eine Referenz zu dem Array. Und danach kann ich auf das Array auf beide Arten und Weisen zugreifen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Referenz zurückgeben will an eine andere Funktion, könnte ich jetzt $Y zurückgeben. Oder wenn ich $Y beschrieben habe, könnte ich mit addArray darauf zugreifen. Das funktioniert nicht hundertprozentig immer alles, aber das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Soweit klar? Ist vielleicht ein bisschen auch zu fancy. Aber ich wollte mal sehen, dass man da schon ziemlich krasse Sachen damit machen kann. Gut. Jetzt Zwischenstand, wie spät ist es jetzt? So, ja, wenn Sie kurz sind. Ja, warum ist es hier lexikalisch? Das Push-Augenblick ist nicht nachgekommen. Weil was ich einfüge, ist dieser Code. Der wird da injected. Und da ist ein My davor. Und dieses My ist nach dem Block nicht mehr zu sehen.
Jetzt stell dir mal vor, wenn du das mit einem klassischen Source-Filter mit Filter Simple implementieren willst. Da hast du nicht nur das Problem, dass du den Perl-Source-Code richtig gepasst haben musst, du musst auch wissen, wo der Block aufhört. Das heißt, du hast die gesamte Problematik des Perl-Parsens bis in alle Problematiken des Scopes und so weiter, musst du alle erschlagen haben, und zwar hundertprozentig. Dadurch, dass wir hier nur lokale Änderungen machen und uns nur ganz schwer eingrenzen mit unseren Filtern, haben wir diese ganze Problematik nicht. Wir erreichen natürlich nicht die volle Stärke von Lisp-artigen Makros, aber ich will das jetzt mal schrittweise ausbauen. Gut, soweit so gut. Natürlich möchte ich jetzt nicht für jedes Makro extra ein Package definieren. Das ist natürlich gut, wenn ich das jetzt auf CPAN haben will, ein Makro, das man überall einbinden kann, aber manchmal möchte ich das Makro einfach nur dynamisch in meinem Code definiert haben. Und dafür erlaube ich jetzt diesen Syntax, useFilterInject, wird aufgerufen, kriegt die verschiedenen Makronamen und dazu eine Code-Referenz, wo drin gesagt wird, welches Template zurückgegeben wird in Abhängigkeit von den Parametern, die die Import-Routine gekriegt hat. Oder ich definiere ein eigenes Attribut Makro, das im Grunde genau die gleiche Semantik hat wie hier oben. Und dann kann ich use m1-list, also Makro m1. Ich wollte jetzt nicht Makro ausschreiben, um jetzt keine Kollisionen zu haben auf dem Slide. Und dann funktioniert das. Wie implementiere ich das? Ich kann in das add-inc Hooks reintun. Das benutzen fast niemand, aber es ist möglich und Parpacker beruht darauf. Parpacker, wer es nicht kennt, da werden verschiedene Module in einem File zusammengebaut und der Include-Mechanismus bei Require oder Do oder Use muss ja irgendwo diese Funktion, dieses Modul finden. Wenn es aber das Modul nicht auf der Festplatte findet, das PM-File, das required wird, dann kriegt es das über den Hook zurückgeliefert. Zum Beispiel habe ich für Haukes Projekt, wo er eigentlich bei WebPerl eine festgebundelte Anzahl von Modulen gepackt hat, dann mit diesem Hook-Mechanismus eingebaut, dass er sich auch über das Netz PM-Files ziehen kann. Und die Hooks machen einen HTTP-Request und holen sich das dann. Hauke, nick mal. Ja. Funktioniert. So, Parpacker beruft darauf. Das heißt, wir können, das kann aber auch dynamischen Code generieren. Der Callback kriegt einen Namen und kann sich entscheiden, ist es ein Modul, das ich kenne? Wenn ich es kenne, liefere ich den Source von dem Modul zurück bis zu der 1 Semikolon. Falls ich es nicht kenne, sage ich, kenne ich nicht. Und dann geht er im Inkpfad weiter und geht dann auf das Filesystem. Das heißt, wenn ich das vorne im Inkpfad habe, werden erst meine Module erkannt. Und ihr habt ja vorher dieses Inject gesehen, das habe ich genau so implementiert. Wenn ich useFilterInject mache und danach useInject, dann ist das im Grunde auch wiederum ein Primitivmakro, das ich gemacht habe für die Leute, die einfach jetzt auch keine Makros implementieren wollen, sondern einfach nur einfache Injects machen wollen. Ein weiteres Beispiel, ein klassisches Beispiel ist ein Swap-Makro. Das findet man in allen Lisp-Tutorials. Man hat zwei Variablen, $a und $b, und möchte einfach den Inhalt tauschen. Der Inhalt von $a soll auf $b und umgekehrt. Und man möchte keine Funktion aufrufen, weil man das zig Trilliarden Mal aufruft und möchte sich den Overhead sparen und möchte das als Makro realisieren. Ist ein banales Beispiel, aber es ist schön darzustellen. Und das funktioniert jetzt auch. Die $A und $B werden miteinander ausgetauscht. Was ich hier aber darstellen will, ist, ich habe extra darauf geachtet, dass die Variable, die ich benutze, in dem Template, das ich einfüge, zu dem Namespace Swap gehören. Der Namespace ist genauso wie unser Modul, also quasi unser Makro, ist ja formal aus Perl-Sicht ein Modul. Das heißt, der Namespace Swap gehört ja auch diesem Modul. Und dann könnte ich auch Variablen drin benutzen. Und das ist wichtig, um hygienische Makros zu bauen. Das ist ein klassisches Problem aus den Lisp-Makros. Das ist aber ein Problem, das C-Makros haben, Präprozessor-Makros grundsätzlich. Dass wenn ich Code einfüge mit eigenen Symbolen, Funktionen, Variablen und so weiter, dass die kollidieren könnten mit dem umgebenden Code.
Weil wer sagt mir, dass es in dem umgebenden Code nicht schon einen Variable $temp gibt? Deswegen muss ich auf einen anderen Namespace gehen. Und das kann ich hier sauber hygienisch lösen. Das andere ist, der andere Trick hier ist, ich lege auf args, das ist jetzt einfach nur eine Konvention, eine Referenz auf die Aliases. Und das heißt, ich kann innerhalb von swap direkt auf den Inhalt von $a und $b zugreifen, ohne dass ich den Code syntaktisch gesehen habe. Hier nochmal der Exkurs zu den hygienischen Makros. Interne Symbole im eingefügten Code dürfen nie mit dem umgebenden Code kollidieren. $temp könnte schon vorhanden sein. Und das können wir hier mit unserem eigentlich umständlichen Zugang, haben wir einen Benefit, dass wir den Namespace von dem Makronamen mit benutzen können. Weiteres Beispiel, Variablen dumpen. Ihr erinnert euch vielleicht gestern, das war gestern oder vorgestern in Lightning Talks, hat die Tina ein Snippet gezeigt für VI, wie sie ihre Dumps machen kann von ihren Variablen, die dann kompliziert expandiert werden. Das ist ein klassischer Einsatz für Makros, weil das ist genau hier. Ich habe hier ein Dump-Makro geschrieben für PP aus DataDump. Und das Problem, das klassische Problem für Dumper ist, die geben meistens den Inhalt der Variablen gut wieder. Sie sagen mir aber nicht, wie die Variable geheißen hat, die ich gerade dumpen will. Das heißt, ich muss immer explizit ein warn $A, $B schreiben und danach ein PP mit den Variablennamen. Und das kann ich hier automatisieren. Der macht mir hier die Ausgabe, ist leider hier abgeschnitten. Ihr könnt das vielleicht noch gerade erkennen. Der gibt mir dann aus hash.pp, dann den Variablennamen, den er hier sich rausgeholt hat, und dann den Inhalt der Variablen. Und hier nochmal, seht ihr auch mal den Gegensatz, wo wir noch dran arbeiten müssen, zu Lisp. In Lisp könnte ich jetzt zum Beispiel nach dem PP direkt die Symbole schreiben mit Kommas getrennt. Ich muss das hier als String übergeben, weil er ja eigentlich den Syntaxbaum an der Stelle nicht durchlaufen kann. Ist das allen klar? Also ich habe hier noch die, es ist noch unangenehm, ich mache hier Quoted Words, ich könnte hier auch einfache Quotes nehmen. Ich muss die Variablen, die ich dumpen muss, hier noch als Strings übergeben. Ich kann sie nicht symbolisch als Teil des Syntax übergeben. Eine weitere Sache, worauf ihr vielleicht achten solltet, ach so, ja, das wollte ich eigentlich rausschmeißen, dann hätte das Slide noch gepasst. Nein. Nein, aber ich habe es nachgebaut. Du kannst. Ja, aber das ist was ganz anderes. Ja, aber an der Stelle, wo ich es aufrufe, kann ich noch Zeile vom Source-Code kriegen, der ich gerade nicht befinde. Hundertprozentig nein. Ich habe das schon zigmal auf Perlmonks diskutiert. Du kannst. Nein, aber können wir das im Anschluss diskutieren? Ich möchte erst mal im Talk durch sein. Ja, auch da gibt es eine Möglichkeit, aber. Nein, aber du kannst auf die. Du kriegst die Zeilennummer raus, du kriegst aber nicht die Zeile an sich raus. Du kannst. Okay, Schluss. Entschuldigung, können wir das auf nachher verschieben? Die offene Diskussion können wir im Anschluss machen. Wir haben genug Zeit. Was ich noch wichtig finde, ist hier, ich habe hier eine Ausstiegsklausel. Wenn ich jetzt die Variable off gesetzt habe, dann habe ich hier einen Compile-Switch und dann wird das Makro gar nicht expandiert. Und ich erinnere mich, der Steffen Ulrich darf gleich nicken. Vor ein paar Jahren hat er einen längeren Talk darüber gehalten, wie schwierig es ist, dass man für Debug-Zwecke irgendwelche Funktionen aufruft, die Ausgaben machen. Aber das ist zeitsensitiv, also performance-sensitiv. Und die möchte man im produktiven Code nicht mehr haben. Also aus Performance-Gründen oder weil sie halt die Command-Line, weil sie die Ausgabe einfach vollmüll mit allen möglichen Debug-Ausgaben. Und das kann man hier dann mit einem, dann hat man hier einen Conditional-Code.
Dann würde man hier einfach, man macht einfach dieses Return on Dev, if dieser Off-Switch gesetzt ist, macht irgendwo in seinem Code, entweder auf der Kommandozeile oder explizit, dass diese Off-Variable in meinem Namensraum davon abhängig ist, ob das jetzt produktiv ist oder nicht. Und wenn das auf produktiv läuft, dann wird das gesamte Makro verschwindet und ist nicht mehr sichtbar im Perl-Code. Steffen Ulrich darf jetzt nicken. Gut. Und das habe ich hier zum Beispiel auch mit erschlagen. Und wohlgemerkt, diese ganzen Technologien, die ich euch zeige, sind noch schon aus 5.8 oder 5.9 verfügbar, seit 5.9 verfügbar. Das heißt, wir hätten das schon seit fast 20 Jahren einsetzen können. Dann fancy Anwendungsfall sind Domain-Specific Languages, DSL-Architekturen. Wie bin ich eigentlich in der Zeit? Wie viel Zeit habe ich noch? Es gibt nach mir keinen Talk mehr. Aber auf der anderen. Ja, es ist so. Bin ich überhaupt im Bild? Wahrscheinlich bin ich aus dem Bild gelaufen. Ja? War ich im Bild? Gut. Dann DSL-Architekturen. Also wenn ihr diese ganzen fancy Ruby-DSLs kennt, beruhen darauf, dass es da Bare-Words gibt, die in Wirklichkeit aus Ruby-Sicht Funktionen sind. Bare-Words sind unter strict in Perl nur erlaubt, wenn die Funktionen vordefiniert sind. Ruby macht dann so fancy Sachen wie Autoload, das heißt bei denen anders, das heißt glaube ich nur Method oder sonst wie. Und damit können sie dann diese ganzen Bare-Words machen. Ich habe jetzt kein Beispiel, das ich euch konkret zeigen kann, dafür hat die Zeit nicht mehr gereicht. Aber was wir machen können, DSLs zu implementieren, ist ganz fancy. Wir haben hier ein Makro. Das heißt zum Beispiel SQL und expandiert wird ein dynamisch kreiertes Package, wo dann diese Barewords drin sind, die sind im Package definiert und durch die Klammerung kommen diese DSL ist dann nur lexikalisch innerhalb des Blockscopes vorhanden. Ein großes Problem mit DSLs ist ähnlich wie bei Source-Filtern, wie schaffe ich sie zu kombinieren? Ich habe eine DSL für HTML, ich habe eine DSL für SQL, ich habe eine DSL für XML oder sonst wie. Ich möchte die alle zusammen nutzen. Mit dem Blockscope kann ich das machen. Es gab auch eine größere Diskussion, die von Curtis Poe angestoßen wurde, zu einem einfachen Objektmodell. Das hätte ich jetzt auch gezeigt. Ich hoffe, dass ich bis zur JAPSI das dann zeigen kann, wie man mit diesem Ansatz dann beliebige Objektmodelle mit beliebigen DSL-Keywords. So. Wir sind jetzt im Abspann. Die Vorteile, die ich bisher gezeigt habe, sind diese Makrosyntax, der sehr explizit ist, ist, dass wir kombinieren können. Im Gegensatz zu klassischen Source-Filtern können wir beliebige Makros importieren und miteinander kombinieren, weil sie immer nur eine lokale Wirkung haben. Wir haben Nesting. Wir können innerhalb eines Makros ein anderes Makro aufrufen, genauso wie wir innerhalb eines Use-Statements ein Modul haben können, das ein anderes Use-Statement hat. Wir brauchen keinen neuen Syntax. Das ist alles altgegebener Syntax. Wir bringen keine Parser durcheinander. Wir haben saubere Namensräume, dadurch, dass wir dann mit den Modulen dann auch Variablen für diese Makros definieren können, die keine hygienischen Probleme haben. Und wir haben den lexikalischen Scope, den wir dafür nutzen können. Nachteile sind, Use muss am Anfang eines Statements sein. Wir können nicht etwas haben, wie zum Beispiel einen Funktionsaufruf, der einen Wert zurückgibt und das mit einem Makro ersetzen. Dann müssten wir ein Do machen, Do Use Makro, und dann könnte dieses Makro auch Werte zurückgeben, die dann hier nach links durchgereicht würden. Ein anderes Problem ist, diese Use-Statements, wenn man dann mit Source-Filtern arbeitet, sollten Single-Line sein. Wenn es jetzt noch ein Statement gäbe, der nach dem Semikolon kommt, dann kickt der Source-Filter, wird erst nach dem New-Line aktiviert. Ich habe dazu jetzt auch Perlmonks gerade in die Diskussion angestoßen gehabt, das geht leider nicht anders. Das heißt, es muss Single-Line sein. Wir müssen darauf achten, dass wir dann nach dem Semikolon jetzt keinen Code mehr haben, sondern nur noch irgendwelche Kommentare. Und wir haben eigentlich bisher noch kein syntaktisches Makro, weil wir ja noch nicht auf den Syntaxbaum zugreifen können. Und
Jetzt sind wir in dem Future Experimental Bereich, woran ich jetzt noch arbeiten werde. Haben wir noch Zeit? Gut. Der Witz ist, ich habe euch ja vorher gezeigt gehabt, an der Stelle, dass Source-Filter hintereinander pipen. Und ich kann vor meinem eigenen, vor dem Source-Filter, den ich für das Makro mache, der das Inject macht, also für Filter-Inject, kann ich nämlich einen Source-Filter reintun, der passiv die Zeilen liest, bevor die Injection passiert. Das heißt, zu deiner Frage, wo du gesagt hast, man kann ja auf den Source-Code zugreifen, man kann sich da sicher einen Source-Filter schreiben, der registriert, wie sieht mein Source eigentlich aus vor der Expansion. Und ich kann einen Source-Filter schreiben, der danach reinkickt und der zeigt mir den Code nach der Expansion. Das heißt, ich habe auch eine Debug-Möglichkeit. Und dadurch kann ich auch den Code sehen, der in dem Source-Filter war. Daran arbeite ich gerade. Aber dieser Code muss natürlich gepasst werden. Und da habe ich eine Idee, wie ich das relativ stabil machen kann, ohne PPR oder PPI zu benutzen. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, darüber können wir uns nachher unterhalten. Ich hole mir die Semikolons, die möglichen Kandidaten, und mache dann ein Eval innerhalb eines Subs. Das heißt, das Eval, Sub und der Code, der Kandidat. Und sobald das Ding sobald es keinen Fehler mehr schmeißt, ist es parsable. Das hört sich auch an. Man muss aber bedenken, das ist Compile-Zeit. Das wird alles zur Compile-Zeit gemacht. Das heißt, selbst wenn es relativ langsam ist, ich habe das schon mal für ein anderes Projekt benutzt gehabt, selbst wenn es relativ langsam ist, macht sich das nicht wirklich bemerkbar. Es wird nicht eine Milliarde Mal aufgerufen. Nur in der Compile-Zeit. Es kann nur Nebeneffekte auslösen, wenn du in diesen Sachen, also wenn es in dem Use-Statement ein weiteres Use-Statement gäbe. Du, Jens? Ich kenn's. Keyword simple. Das zweite ist, wir haben jetzt bisher immer Use Makroname List gemacht. Und natürlich würden wir das am liebsten, das Use auch noch loswerden, um wirklich sexy, ich bin schon am Abgang, um richtig sexy Makros zu haben, würden wir gerne auf das Use verzichten. Und dann können wir Keyword Simple nehmen. Keyword Simple ist ebenfalls darauf beschränkt, dass es momentan nur am Statement, auf Statement-Ebene arbeitet. Und das heißt, so etwas ist momentan mit Keyword Simple auch nicht machbar. Und Jens, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, das hat der Demian erzählt, aber darüber habe ich mich schon länger mit dem Lukas unterhalten. Und Pluggable Keys, darauf beruht Keyword Simple, sind verfügbar seit 5.12. Und es ist unklar, woher dieser Bug kommt, dass man das für Expressions nicht benutzen kann, noch. Und ich habe das tatsächlich benutzt. Ich habe jetzt diesen Mechanismus, den ich euch gezeigt habe, auf Keyword Simple aufgebockt. Denn Keyword Simple macht nichts anderes. Es sieht dann einen registrierten Namen, Makro, und macht davor ein Use. Und dann kickt der Mechanismus, den ich euch gerade gezeigt habe, mit dem Import ein und macht das Ganze. Pro, es funktioniert. Leider ist das Con dahinter abgeschnitten. Es funktioniert einmal. Und dann schmeißt Perl einen Bug. Ich habe dazu jetzt schon, ich habe diesen Bug gegoogelt und habe dazu einen Fix gefunden von Seth Ram in einem anderen Projekt. Es ist so, dass er Source-Filtern in Source-Filtern irgendwie und der geht da in den gleichen Mechanismus rein. So, das war ein kurzer Ausblick, was noch möglich ist. Fragen? Wenn man das dann dass es schon bei der Compile-Phase ausgeführt wird. Das wäre. Ja, das geht nicht in Perl. Wenn es ginge. Entschuldigung, aber die Diskussion führen wir seit 20 Jahren. Es geht nicht in Perl. Was du in Perl machen kannst, du hast Inlining für Konstanten.
Das heißt, wenn er erkennt, dass das, was er zurückgibt, immer konstant ist, dann wird das geinlined, es wird keine Funktion mehr aufgerufen. Aber in dem Moment, wo die Funktion irgendwas etwas wilder macht, kannst du sie nicht wegoptimieren. Ich würde sagen, das ist ein Subcode vielleicht mal was, wo man mal reingucken kann. Okay. Weil, ich kenne es nicht. Der spielt damit ähnliche Sachen und das könnte dir die eine oder andere Idee geben, Sachen ja, mal zu probieren oder was, ne? Ich hatte die Hoffnung gehabt, Reini und Lukas hier zu treffen, weil Reini kennt den Core gut genug. Lukas hat Keyword Simple geschrieben und ich weiß, dass sie miteinander kommuniziert haben, damit es zum Laufen gekriegt hat. Beide sind nicht gekommen, weil sie beide irgendwie im Burnout oder frustriert sind. Ich muss sie dann wieder anmelden. Ja? Zu wissen, wenn ich nachher frage, kann es sein, dass manche oder alle Listen sogar hier den Markus nicht und zum Preisern tatsächlich zur Laufzeit machen? Wie meinst du das? Du kannst sie expandieren, um sie dir dynamisch anzugucken, was rauskommt. Ich meine das nur, dass es mein Programm ja auch könnte. Ich könnte mir dann ein Makro generieren als Namen. Und dieses Makro auf ein anderes Stück Code ausführen, den Stück Code umladen. Also ich muss jetzt. Lisp, kennst du was? Also ja, aber da stecke ich nicht im Detail drin, aber im Grunde. Die ganzen Eval-Mechanismen, die du aus Perl kennst, die sind eigentlich, also aus dynamischen Sprachen kennst, die sind alle von Lisp geklaut. Also wenn du von Eval sprichst, dann ist es ein Mechanismus, den es da auch gibt. Aber der heißt dann anders. Zweiter Punkt, der Lieferant. Und zwar, wenn ich dabei bin, dass der Wikipedia-Autor von Wikipedia antwortet, was die Definition von Makro angeht. Da ist nämlich vom Code über ein längeres Stück Code gesetzt und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Ach so, ja, der Code muss nicht länger sein, kann auch kürzer sein, ja. Ich meine, das hatten wir ja gehabt. Ich meine, wenn ich einen Flex setze und der Code verschwindet ganz. Ja, sorry, aber ich bin froh, dass ich den Talk nicht abgesagt habe. Also ich habe die Slides einigermaßen fertig gekriegt. Ich hoffe, es ist noch was rübergekommen, obwohl die Hälfte der Sachen, die ich zeigen wollte, nicht reingekommen sind.